So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Lang ist es her für mich. Weit mehr als einen Monat. Fast 200 mittlerweile. Von daher, ich habe mir hier so eine kleine Textdatei geschrieben. Die kennt ihr ja auch schon. Da, danke. Ja, also, habe ich mittlerweile ein paar Sachen angedingstert, die ich mir so aufgeschrieben habe, die wir machen müssen. Vor allen Dingen, was wir auf jeden Fall erstmal machen müssen, ist Mülleimer in unserer Anlage installieren. Mein Mikrofon scheint schon wieder so leise zu sein. Ja, ich mach mal hier. Nein. Mach mal hier. Da. So, 100%. Das klingt schon besser. Und zwar gehen wir dazu erstmal rein hier. Nicht. Ja. So. Wir brauchen. Achso, Wunderwelten, weil letztens. Wir brauchen den Creative Server. Bam. So. Vollbild. Ach ja, genau, wir waren letztens dabei hier. Das Feld. Ach, müssen wir auch noch machen. Genau. Gott, so viele Sachen auf dem Programm. Erstmal, genau, so, jetzt sind Fenstermodus, volle Performance, so, genau, hier müssen wir noch eine Menge bauen, ich weiß nur gar nicht mehr, was wir jetzt genau gemacht haben, ich meine, wir haben offensichtlich vier Felder gebaut, so, das ist schon mal, ja, okay, ich mach mal meine Kopfhörer ein bisschen lauter. Oh, wir fliegen. Ah, jetzt höre ich auch was. Vier Felder. So, ich muss noch kurz die To-Do aufrufen. Genau, wir hatten nämlich die Sachen im Backpack, im Rucksack. Und zwar im dritten. Genau, die Sachen wollen wir alle einpflanzen. Plus Pfeffer. Warum auch immer wir keinen Pfeffer haben. Man weiß es nicht. Aber es sind ja 16 Sachen. Achso, okay, wir wollten wahrscheinlich pro Feld zwei Sachen nochmal anbauen. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch vier Felder. Passen die denn hier hin? Also. Ja, geht genauso weit, geht dann auch mit bis hier. Oh, doch, sollte passen. Ja, aber wie gesagt. Ah, Feldrüberson. Nice. Was aber als allererstes wichtig ist, es gab auf meinem Server einen kleinen Unfall. Ich habe nämlich irgendwann mal scheinbar aus Versehen die Anlage hier laufen lassen. Und da kam es zu einer kleinen Explosion. Und zwar. Tada! Ja. Die Dinger hier sind voll. Vor allem die beiden hier. Die sind komplett vollgelaufen. Und weil die dann vollgelaufen sind, hat es dann halt dahinter die beiden Dinger zerlegt. Komplett. Das heißt, zum einen müssen wir die Dinger erstmal reparieren. Und zum anderen müssen wir mal gucken. Ich will hier mal gucken, dass wir ein paar mehr von diesen Mülleimern implementieren, die wir überall haben. Also diese Dinger da, damit wir unsere Anlage ein bisschen überlaufsicherer machen können. Das heißt, wir bauen erstmal ein paar davon, beziehungsweise mal gucken, vielleicht haben wir davon sogar noch ein paar. Ich glaube nämlich ja, aber nicht allzu viele. Zwei haben wir. Ja, das wird nicht viel reichen. Alter, wir alles voll hier. Gut, wisst ihr was? Ich verpacke erstmal, weil der Bauernhof-Ding ist erstmal auf Eis gelegt. Solange bis wir die Anlage repariert haben. Das hat erstmal höhere Priorität. Von daher schmeißen wir erstmal mit da. So. Und ganz ehrlich, der Kletterradatsch kann alles hier rein. Weg. Weg. Weg.
Ficken. Warum alles nicht? So, und zwar müssen wir erstmal die vorhandene Anlage reparieren. Das ist erstmal, ich bin so viele Sachen gerade im Kopf. Boah, geht ja mal gar nicht. Haben wir einen Hammer? Wir hatten noch Hammer. Haben wir keinen Hammer? Scheinbar nicht. Dann müssen wir erstmal Hammer bauen. Das ist ja hammerhart. Ah, guck mal. Holzhammer. Müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Dort brauchen wir zum Hochbauen. Beziehungsweise, ich wollte auch, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich wollte auch irgendwie mal eine Leiter anbringen, damit wir uns nicht mal hochbauen müssen. Achso, Holzleiter sind ja natürlich bei Holz. Du kommst mal da runter. Bumm. So, jetzt wollen wir dich hier irgendwie eine Leiter hochbauen. Beziehungsweise auf der Seite hier. Hier müsste es doch passen. Ungefähr so. Dann können wir uns nämlich hier irgendwie was hinmachen, wo drauf wir laufen können. Wobei da ist schon das Rohr, sehe ich gerade. Bei dem ist ja eher auf der hier, auf der Ebene müsste es ja sein. Die Frage ist, woraus machen wir. Ich mache jetzt erstmal aus Dirt. Müssen wir dann später dann umdings dann auf was anderes als Dirt. Passt das überhaupt? Nee, ist natürlich das Mesekon-Dings der Bumster. Das ist ja Herz allerliebst. Da ist das Ding. Ich kann ich gerade also auch nicht bauen. Ach, verdammt. Ja gut, da müssen wir uns doch noch mal ein bisschen was einfallen lassen. Das klappt erstmal nicht. Zumindest können wir hier erstmal hoch, ohne uns hochschießen zu müssen. So, und jetzt, wie war das? Linksklick oder Rechtsklick? Nee. Rechtsklick geht nicht und Linksklick geht auch nicht. Okay, brauche ich aber doch einen anderen Hammer. Dann geht's wohl auch nicht mit hier. Was ist hier eigentlich drin? Die waren leer, ne? Ja. Brauchen wir wohl doch andere Hammer. Ah. Dann bauen wir es doch ein. Hier haben wir auch nichts drin. Ne. Ha. Nicht Mama, Hammer. So, wir brauchen nämlich einen von den Beinen. Oder der geht, glaube ich, auch. Der ist natürlich auch schon teuer. Wobei, ist ja eigentlich doch egal. Aber wir müssen noch, wir hatten noch hier irgendwo mal dieses diesen Amboss zu stehen. Und für den hat er doch auch einen Hammer. Wo ist der Amboss und der Hammer? Oh. Achso, ja, für da, wo wir gerade das neue Haus bauen. Da wollten wir auch einen AKW bauen. Amboss. Ah. Haben die Sachen weggeschmissen oder was? Das Problem ist halt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich einen Hammer baue, werde ich genau in dem Moment dann 3 Sekunden später den Hammer finden. Da, das ist doch Kacke. Wo manchmal? Warum ist der Sand drin? Warum ist das hier drin? Digga, was ist hier los mit der Kiste? Oh Mann, der Kolm. Ja, ich habe keine Ahnung. Warum haben wir eigentlich noch unabgeschlossene Kisten? Was auch immer da drin war, wenn da was drin war, ist es nicht mehr drin. Also bei der waren, glaube ich, Blätter drin. Die Blätter haben wir alle runtergebracht ins Lager. Okay, können die Kiste also wirklich leer gewesen sein? I don't know. Ja, komm, wir bauen uns jetzt einfach einen Hammer. Stahl haben wir hier oben keines. Stöcker haben wir dabei. Wir brauchen ja 2 Stahlblöcke, dann können wir uns hier direkt 2 Stahlblöcke nehmen.
Dankeschön. Entfertigungsraster, let's go. Kommt noch da. Und dann wenn wir mal die Anlage hier reparieren. Einmal so, einmal so. Voilà. Weil das Schöne ist, du kannst die Dinger auch abbauen und dann natürlich eine neue hinbauen. Aber erstens, wenn du Dinger abbaust, kriegst du halt nur normale Rohre. Und vor allen Dingen, gerade wenn du eine größere Anlage hast, die komplexer ist, dementsprechend musst du die Dinger auch wieder hinbauen und musst sie dann auch neu konfigurieren. Wenn du die aber reparierst, behalten sie halt die Konfiguration dabei. Was natürlich ganz praktisch ist. Aber bei der Konfiguration müssen wir eh noch ran, weil auch da habe ich eine Idee mit den Mülleimern. Aber erstmal würde ich mal sagen, wir nehmen mal hier ein paar Blöcke raus. Die anderen sind nicht so voll, ne? Oh doch, ja, auch 100%. Wow. Okay, damit die DDR haben halt immer noch 100%. Weil halt ein Stack halt genau gar nichts bringt. Lol. Und ich bin voll. Verdammte Scheiße. Alter, man muss 5 Blöcke rausnehmen, damit das Ding nicht mehr voll ist. Das ist schon krass, schon krank. So, dann packen wir die nämlich erstmal hier irgendwo anders hin. Können wir nämlich schon mal die Anlage wieder einschalten, müsste nämlich jetzt wieder funktionieren. Sehr gut. So. Nein, das da wollte ich. Damit das schön abgegrenzt ist hier. Denn das brauchen wir. Oh. Ja, ich glaube, das ist jetzt. So ist es richtig. Ja, genau, so macht's Sinn. So, und zwar Mülleimer. Wir brauchen ein Arsch voll Mülleimer. Nein. Dann suchen wir mal nach Trashcan. Eisen und Kunststoffplatte. Kunststoffplatten haben wir noch ein paar. Und Eisen kriegen wir auch relativ schnell. So, das wären dann. Ja, komm, gib einfach alles her. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay. Wir haben. Achso, die anderen sind noch um eine Kiste. Wollen denn jetzt so? Goddammit! Ich bin verwirrt. Weil, wir haben doch gerade das Vermögen einmal gesehen. Wo habe ich nicht viel hingepackt? Alter, ich werde nicht mehr. Da sind keine. Hier sind auch keine. Nope. Ah, habe ich jetzt hier mit reingeschmissen? Ja, tatsächlich. Ach, leg mich doch am Arsch. Okay, und zwar, ne, wir haben jetzt vor jedem Lager, was wir haben, will ich so einen Mülleimer machen, genauso wie hier, damit, wenn irgendwie, ne, angenommen, wir machen hier zu viele Mineralstoffe rein mit einmal, dann kann es ja sein, dass die Anlage hier überläuft. Deswegen Mülleimer. Gut, das ist natürlich jetzt ein Problem. Sollte aber kein Problem sein. Alles, was wir brauchen, ist eine One-Way-Tube oder wie die Ding hieß. Beziehungsweise, nee, am besten nutzen wir dafür so eine Richtungstube, weil One-Way-Tube ist ja dann auch so ein Kreuz. Das sorgt dann auch für Probleme. Wir brauchen das. So, das kommt nach da.
Wo ist mein geliebter Schraubendreher? Der ist da. Ja. Das will ich schon mal nicht. Das setzen wir den mal nochmal hin. Und rechtsklick. Aha. So geht's, genau. Genau, geht trotzdem in die Kiste, das ist gut. Damit ist alles richtig. Hier nehme ich das gleiche. Weil es kann nämlich genauso sein, dass, also, ne, angenommen, wir schmeißen vorne zu viele Mineralien mit einmal rein. Dann kann es sein, dass die Kiste überlastet wird und dann hier irgendwas bricht. Deswegen in dem Fall, dass das überlastet wird, kommt der da oben drauf und verbindet sich mit nach oben. Ach, leck mich doch am Arsch. Weißt du was? Machen wir es einfach hier hin. So. Leck mich. Bam. Und das Problem ist auch, ich glaube, dass wenn das Ding hier komplett voll ist und der wirklich richtig ausgelastet ist und die ganze Zeit produziert, bis die Kiste leer ist, dann kann es sein, weil der ja immer, da hier mal zwei rauskommen, könnte es sein, I don't know, habe ich jetzt nicht probiert, aber es könnte halt sein, dass dann die Kiste überlastet wird, weil er quasi schneller produziert, als er verarbeiten kann. Gerade wenn mal wieder die Stromanlage nicht funktioniert oder sowas, I don't know. Und deswegen auch, wenn die Kiste voll ist, geht es dann auch hier in den Mülleimer. Ne? Sodass auch hier die beiden Kisten geschützt sind und dann nichts explodieren kann. Und jetzt brauchen wir aber noch Mülleimer, noch mehr Mülleimer. Zwar mindestens zwei. Und meine Idee ist nämlich, dass wenn die Dinger hier irgendwie voll sind, dass es dann weitergeleitet wird. Jetzt haben wir aber das Problem, ich glaube, weil die Sache ist ja, wenn wir hier vorne bei den 7 zum Beispiel, ne, dann haben wir das Gleiche. Wir sagen, das Kies soll nach schwarz. Wenn das Ding hier aber voll ist, dann, weil auch alles nach blau darf, geht das Kies einfach weiter nach blau. Das Problem ist aber, hier oben haben wir es ja anders konfiguriert. Hier haben wir gesagt, das, was da rein soll, geht halt nach weiß. Aber in die andere Typ darf nur das, was auch in die Dinger rein soll. Das heißt, wir müssten die Dinger hier alle rausnehmen. Dann müsste die Anlage trotzdem noch funktionieren. Weil... Ich meine, in das Rohr darf er eh nur das hier. Genauso wie in das blaue Rohr. Andersrum. Nur das hier. Genauso wie in das blaue Rohr hier oben nur das rein darf. Das heißt, hier brauchen wir das hier eigentlich tatsächlich gar nicht. Das ist völlig überflüssig. Wir könnten also rein theoretisch praktisch. Guck mal, wir können hier sogar noch Upgrades reinmachen, sehe ich gerade. Egal. Wir könnten die hier, ah ne, halt, bei den beiden nicht, hier geht's nicht, aber bei den 8 könnten wir die hier rausnehmen. Und das würde bedeuten, wenn angenommen die Kiste hier kein Chrom mehr reinpasst und das Ding hier auch leer ist, dann würde es mich wieder genauso bedeuten, dass wir das Ding bei Blau hin kann und dann weitergeleitet wird. Das heißt, dann könnte ich einfach hier am Ende so Mülleimer hinschmeißen, ungefähr so und so. Und alles, was dann quasi zu viel ist und hier nicht rein kann, geht dann weiter. Hier kann es auch nicht rein, weil hier kann nur Mese rein. Also geht es dann automatisch in die Tonne. Ne? So hätten wir zumindestens, aua, zumindestens hätten wir damit die letzten 8 Kisten hier geschützt. Bei den 4 geht es nicht, weil bei denen muss ich das speziell angeben, was wo rein kann, sonst fliegt es hier irgendwo rum. Das heißt, ne, hier dürfen nur die 4 Sachen nach blau und hier auch nur geradeaus weitergeleitet werden und nicht nach oben oder nach unten. Deswegen muss auch gelb und grün immer deaktiviert sein. Und bei denen könnte ich jetzt natürlich die letzten beiden Kisten, die könnte ich auch schützen. Aber da lohnt sich das nicht. Ich glaube, die sind gar nicht so ausgelastet. Da ist ja nur das Zeug drin, was sowieso super selten kommt. Hier, die haben gar nichts. 5%, 14%, wobei 14% geht schon. Die beiden hier wären vielleicht auch noch wichtig. Und ansonsten, ne, ist hier halt wenig da, wenig.
Was wir also höchstens machen könnten, ist, ne, da wir ja sagen, okay, die 8 Kisten sind geschützt jetzt. Also noch nicht, wenn ich es umkonfiguriert hätte. Wir könnten also sagen, okay, dann sortieren wir die Anlage doch ein bisschen um und machen zum Beispiel die beide, wovon ja auch relativ viel kommt, auch mit hier. Und machen quasi Diamant und Mese, machen wir zum Beispiel hier auf die Seite. Und, mal kurz gucken. 20. Ja, genau. Das wir quasi alles um 1 shiften, ne? Das heißt, Diamant und Mese kommt hier zum Ende hin. Und alles andere kommt ein Block nach links. Ne, dann wären die beide hier, wo wir auch relativ wenig haben, hier in der Mitte. Und alles, wovon wir relativ viel haben, so wie die beide hier, ne? Hier haben wir 64%. Hier haben wir auch schon, naja, 30 ist auch nicht so viel, aber, ne? Und ab hier haben wir massig. Das alles kommt dann alles zum Ende hin. Das wäre eine Option. Ich glaube, ja, das machen wir. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, ne, auch 30%. Okay, okay, okay. Ich muss mal mein Inventar hier aufräumen. Geht ja mal gar nicht. Alles so voll hier. Dich brauchen wir nicht. Ach ne. Die Wassereimer waren ja auch alle hier. So. So, du nach da, du nach da. Ah, welcome back. Ich muss mich echt angewöhnen, den Chat öfters mal zu lesen. Ich bin immer so aufs Spiel konzentriert, ich kriege da oben mal gar nicht mit. Oder ich muss mal die Schriftart hier größer machen. Vor dem Text. Aber weil denn stört es aber dem Spielerlebnis, also dem Let's Play-Erlebnis wieder so, wenn da immer so riesiger Text ist. Gerade wenn irgendwelche andere Leute miteinander chatten. Also gar nicht für uns bestimmt ist. So. Warte. Ich habe schon wieder mehr Sachen gleichzeitig. Ich denke schon wieder jetzt über den Chat nach, statt hier über nachzudenken. Weil ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Du kommst da rein. Und du. Wo kommt Knochen hin? Knochen? Haben wir keine Knochen? Doch, da. So, okay. Das sieht auch schon mal gut aus. Den Scheiß packe ich erstmal nach hier unten. Das kann eigentlich weg. Du kannst auch nach da unten. Und du kannst damit rein. So. So, hier. Was haben wir noch? Saplings, die waren aber auf der anderen Seite. Die waren hier irgendwo da. Perfekt. Okay. Dann können wir gleich die Äpfel da reinschmeißen. Danke. So. Okay. Jetzt heißt es folgendes. Die Anlage umkonfigurieren. Boah, das heißt, wir müssen. Alter, zum Umkonfigurieren müssen wir auch alles. Nee, das dürfte gar nicht so schwer sein. Es klingt machbar. Okay, wir müssen erstmal die Anlage abschalten. Also nicht den Part hier, aber hier um die Ausgabe. Das heißt, ich unterbreche einfach mal an der Stelle die Anlage. Bam. Jetzt kommt hier nichts mehr raus. Dementsprechend können wir hier oben in Ruhe arbeiten. Danke. Jetzt fällt mir nur gerade ein, wenn ich hier die Sachen rausnehme, verschwinden sie einfach. Das heißt, wir brauchen einmal alles. Das Geld hier kommt unten. So. Danke. Heilige Scheiße, ey. Auf den Bildschirm gucken, Rolli. OBS ist schön, aber linkt ab. So. Jetzt müssen wir mal. Das heißt folgendes. Erstmal muss alles dekonfiguriert werden. Weg.
weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah ja, hier muss auch alles die Konfiguration. Oh, die ganze. Oh, das Ganze schön konfigurieren. Alles für die Katzen. Müssen wir alles neu machen. Das tut so weh. So, das kann hier drinnen bleiben. Okay, jetzt wie folgt. Wir haben als allererstes, achso ja gut, das ist hier, ich mach's mal, eben, ich mach's mal so, wie es einsortiert werden soll. Verdammt, dass ich da durcheinander komme. Das heißt, das muss so. So, zuerst kommt das, dann 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 kommt das. Dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann kommt... Ey, passt jetzt sogar die Farben. Hallo. Ja, so ist das richtig. So in der Reihenfolge. Also, das ist so, wenn wir von den auf die Fächer von vorne rauf gucken. Ist das in der Anordnung hier. Ne? Die beide waren davor jetzt links und die waren dann jetzt so nach rechts und alles dementsprechend eins nach links. Okay, das heißt, wir brauchen hier, geht nach rot, einmal das. Und hier einmal das. Dann geht hier das einmal rein. Genau, bei weiß geht's rein, genau. Und hier geht das einmal rein. Das ist soweit korrekt. Ja, ja. Ja, genau. So. Dann geht hier bei weiß das rein. Und hier geht bei weiß das rein. Auch soweit korrekt. Und alles andere geht dann nach blau. Das heißt, hier geht das und das und das und das nach blau. Und hier geht das und das und das und das nach blau. So, jetzt kommt nämlich Folgendes. Hier bleiben die blauen einfach komplett leer. Das heißt, es geht alles weiter, außer hier das. Hier das, hier das und da das. So, und hier unten genau das Gleiche. Hier geht alles nach blau und hier geht einfach alles weiter, außer hier das. Moment mal, genau, doch. Hier das. Ja, genau. Hier das und hier das. So. So muss jetzt die Anlage richtig konfiguriert sein. Ich mal überprüfen. Achso, genau, eins fehlt noch. Und zwar alle Sachen, die hier oben reinkommen, müssen hier noch bei grün rein. Das heißt, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Und dann haben wir quasi, hier kommt erstmal alles an. Die obere Reihe geht komplett nach grün weiter, wo es wird eins weitergeschickt. Alles war. Also, die beiden Blöcke sind ja diese beiden Blöcke hier. Diese beiden Blöcke. Das heißt, alles, was links davon ist, wird halt nach blau geschickt. Und alles, was rechts davon ist, wird nach rot geschickt. Das heißt, bei der unteren Reihe sind es die vier und das. Hier sind es die vier nach blau und das nach rot. Genau. Das passt. Ansonsten, das ist da sein eigenes Fach, also kommt das nach weiß und hier ist das sein eigenes Fach, also kommt das nach weiß. Und hier wird einfach alles rausgezogen. Grün, weiß, pigmentiert und hellblau. Rot, grau in grau, mit grau leicht pigmentiert, sieht man auf YouTube wahrscheinlich eh nicht, und blau. Sollte also eigentlich alles funktionieren. Gut, dann machen wir mal Testlauf. Wir suchen uns mal eins, was relativ leer ist. Scheiße, durch diese Pipe, durch diese Metacon kann man hier gar nicht drauf zugreifen. Ach nee, ich muss ja hier drauf zugreifen. Ha. Ah, der ist mir zu voll, der sieht gut aus. Ja, dann nehmen wir mal den hier. Schmeiß hier jetzt alles rein. Und jetzt aktivieren wir den hier manuell. Gut,
Ach so, ja. Ich muss natürlich in die Aufgabe werfen, nicht in die Eingabe. Oh Gott, muss ich jetzt alle manuell reinpacken? Mindestens passen genau 12 Stück rein. Das passt doch schon mal. Und würde ich mal sagen, Testlauf machen wir nächste Folge. Ist mich jetzt schon eine halbe Stunde rum. Super Cliffhanger natürlich wieder. Geil. Ja, von daher, bis zur nächsten Folge. Tschüss.